Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit sind ja ein wesentlicher Bestandteil einer jeden guten Beziehung. Heute gibt's recht viel davon bei der Vollversion von The Stalked. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass wir vor nicht allzu langer Zeit mal die Demo auf dem Hauptkanal, glaube ich, gespielt haben. Und ich muss sagen, ich war ziemlich begeistert. Ich habe mich drauf gefreut. Jetzt ist es endlich soweit. Ist seit einem kleinen Weilchen schon raus. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Spannende Sache, ja. Ich persönlich hatte ja auch mal eine Stalkerin. Und es war unfassbar, ja. Jeden Abend, als ich an ihrem Fenster stand, habe ich doch tatsächlich mitbekommen, wie sie mit ihren Freundinnen über mich geredet hat. Es war furchtbar, Alter. Also wirklich. Dass sich Leute zu so... Also, naja, muss ich euch nicht erzählen. Ist okay. Wir starten rein. Let's go. Oh nein, ich kann mich erinnern. Ich musste mit Liam Schluss machen. Ich hoffe, er nimmt es gut auf. Ich habe einen Spoiler für dich. Das habe ich bestimmt auch in der Demo schon gesagt. Für alle Leute, die den Titel des Games gelesen haben, für die ist das... schon irgendwie so ein bisschen ein sehr humoristischer Einstieg in diese gesamte Auslangsjahre hier, aber naja. Hör mal auf zu lallen, gehen wir rein und finden einen Grund dafür. Also zum Lallen. Und ob das Liam gut aufgenommen hat oder nicht, dafür auch. Zieht euch diese Butze rein, also. Es ist, also was für ein Dekadente. Das sind auch immer nur diese Horror-Game-Protagonisten, ne? Die leben hier auf ihren entspannten 2000 Quadratmetern. Es ist unglaublich. Oh, wow. Aber sie sind nicht gefeit von den natürlichen Ungeheuerlichkeiten, Alter. Da braut sich mächtig was zusammen. Ich muss ein bisschen Essen machen, ich bin hungrig. Ja, hab ich gehört. Haben wir alle mitgekriegt, Alter. Nicer Subwoofer an dieser Stelle. So. Yeah, was gibt's denn schön? Aber, weißt du, so eine ranzige, rostige Pfanne, Alter. Okay, ich hab Bock heute auf ein Spielei mit Sepsis. Aber was braten wir denn? Also, for real, was braten wir? Ich könnte mir auch einfach hier die Chips reinziehen. Die habe ich nämlich im Vorbeigehen schon erspäht. Origin, Alter. Oh, so auf so einen leeren Magen, da kommen die doch immer recht gepflegt. Schon unheimlich, ne, mit so einem Balkon, Alter. Ich weiß, also, das ist schon prädestiniert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich tatsächlich einer von der Sorte bin, die den Titel hier gelesen haben. Aber gut. So, wir kennen das bereits. Ach, hier ist der Kühlschrank. Organic Food. Ja, es ist einfach Essen. Hört auf, das in Frage zu stellen. Oh mein Gott, das ist so organic. Nein. Wer würde an meiner Tür klopfen um diese Uhrzeit? Vielleicht jemand, der die Trennung von dir sehr gut aufgefasst hat. Hey, wer ist da? Liam. Hey, Honey, kann ich reinkommen? Ugh, Liam, ew. Ich hab dir gesagt, es ist vorbei. Nein, du kannst nicht einkommen. Ich mache mir jetzt mein schönes Organic Food, nur für mich. Oh Mann, du kannst mich nicht so zurücklassen. Ich liebe dich mehr als alles andere. Es ist aus, Liam. Geh nach Hause. Ja, lässt mich ja nicht rein. Öffne die Tür, Kate. Nein, ich öffne nicht die Tür. Ich liebe dich nicht mehr, Liam. Du wirst bald wieder meins sein. Ich glaube, das ist nicht, wie das funktioniert, aber... Okay, hört sich an, als wäre er weggegangen. Thank God. Das Essen sollte jetzt fertig sein. Na dann. Ich hab mich doch an den Chips vergriffen. Scheiß auf Bio, Alter. Ich muss mich beruhigen. Und ein Bad wäre dafür sehr geeignet. Weißt du, was noch geeignet wäre, dir für diese Nacht ein Hotel zu suchen? Aber was weiß ich schon. Holy shit, ich hab schon wieder vergessen, wie das ist. Oh mein Gott, Alter. Was für eine... Der hat einfach so ein Einbauschwimmbad, ey. Oh mein Gott. Übel opulent. Ihr denkt, das sind Schränke, ne? Nee, da befinden sich weitere Badezimmer hinter diesen Türen. Glaubt's mal. Das Gästebad ist da.
Was war das? Glas auf keinen Fall. Glas macht nicht so eine Geräusche. Es war Glas. Oh, bitte nicht. Warte mal, wo war... Ach, hier war das ja... Gib mir eine andere Chance, bitte. Ich werde dich gut behandeln. Ja, wie du meine Fensterscheiben behandelst. Und alles tun, was du willst. Ich verspreche es. Bitte, nur eine Chance. Das ist alles, worum ich dich bitte. Das kann doch nicht zu viel sein, oder? Oh, Liam, Alter. Du verdammter Cringe-Lord. Nein, 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 nein. Ich muss hier raus, bevor irgendwas Schlimmes tut. Oh, mit welchen Typen du dich immer einlässt, Alter. Oh mein Gott, oh Gott, ich hab nicht mehr gewusst, wie das war. Ich hatte so eine Ahnung. Ich weiß nur, in der Demo habe ich mich so erschrocken. Aber instinktiv habe ich's noch so im Geblüt. Du solltest nicht anhalten, Alter. Was ist das? Opa! Opa! Was ist das für eine Körperhaltung? Ich bitte dich! Hallo, Opa, ich brauche deine Hilfe. Hey, Kate, was geht ab? Ich werde verfolgt. Ja, ich habe da so ein übelst einsames Haus mitten im Nirgendwo. Ich glaube, da bist du safe. Anja! Ey, es ist die Story! Entschuldigung. Ja, ich finde das spannend, ich finde das cool. Liam ist in meinem Apartment eingebrochen, hat mich gejagt. Bin nur fast entkommen. Und auch nur, weil ich damals die Demo schon gespielt habe. Und jetzt bin ich in meinem Auto und weiß nicht mehr, wohin. Oh, das ist ja schrecklich. Bist du okay? Hat er dich verletzt? Nein, ich konnte raus, bevor irgendwas passiert ist. Aber ich habe Angst, dass er mich findet. Okay, also du suchst nach einem Ort, wo du eine Weile sicher bist. Wo du eine Weile unterkommen kannst. Ja. Du kannst hier bei mir wohnen. Solange du willst. Aber ich bin weg für ein Business-Trip. Ach so. Okay, never mind. Ich habe dem Spiel Unrecht getan. Das macht dann tatsächlich irgendwie Sinn. Ein Business-Trip. Wie lange war ich denn mit Liam zusammen? Ihr müsst doch dann eigentlich vielleicht auch wissen, wo meine Großeltern dann wohnen oder so. Ja, das ist okay, dass du nicht da bist. Es ist sicherer, als hier zu bleiben. Kann ich da heute schon hin? Ja klar, ich schicke dir die Adresse. Warum weiß ich nicht, wo der wohnt? Okay. Der Schlüssel zu meinem Haus ist im Blumentopf. Aber stelle sicher, dass die Türen immer verschlossen sind, wenn du nach draußen gehst. Du kannst immer durch das Guckloch gucken. Okay, danke schön, Opa. Du rettest mein Leben. Kein Problem. Ich hoffe, alles wird gut. Und zögere nicht, mich nochmal anzurufen. Dreimal dürfte raten, wer das jetzt mitbekommen hat. Liam, Alter. Das ist auch irgendwie jemand aus der Weasley-Familie, Alter. Boah, der hat die Tür sogar aufgemacht. Holy shit. Ich sehe gar nicht, wie schnell ich fahre, Alter. Ich sitze auch einfach so vorm Lenkrad. Escaped Liam for now. Das war knapp. Danke, Gott sei Dank, dass ich es rausgeschafft habe. Liam wird nicht in der Lage sein, mich zu finden. Ja, dann ist das Spiel vorbei, oder? Ich bin frei von dieser toxischen Beziehung. Und zerbrochenen Fenstergläsern. Oh, Baby. Ich könnte dir was erzählen, aber naja. Wir finden es gemeinsam raus. Ich bin ja da. Sevi kümmert sich schon. Mal gucken, ob es ein Happy End gibt. Das kann ich dir nicht versprechen. Ich kann dir nur sagen, ich kümmere mich drum. Mehr weiß ich nicht. Oh, no. Liam ist mir gefolgt. Ja, was hast du denn gedacht? Digi, also, tatsächlich? Nee, ich werde paranoid. Natürlich ist es nicht Liam. Ja, natürlich nicht. Weißt du, ein Hotel wäre sicherer gewesen. Immer Personal da, immer andere Leute da. Am besten in der Stadt. Nicht irgendwie hier abseits vom Schuss. Man kommt da nicht einfach so rein. Ich meine, es ist halt teuer, ne? Aber du siehst so aus, als würdest du dir nicht unbedingt an Geld mangeln. Ein fucking Rangy, Alter. I mean, was ich gesagt habe, es ist irgendwie die Mini-Edition, aber... Oder ich bin 2,50 Meter groß, was weiß ich schon. Jedenfalls.
Deswegen macht die Sitzposition auch irgendwie Sinn. Okay, under the flower pot, sagst du. Which one? Ja. Grandpa said the key was in the flower pot. Yeah. Darf ich dann? Aber der ist es nicht. Aber nein, aber ja. Oh. Never mind. Never ever mind. Wow, es ist dunkel hier. Lass uns ein paar Lichter anmachen und dann den Schlafraum finden. Ich muss ins Bett. Okay, ist abgeschlossen. Hier kann ich durchgucken. Better safe than sorry. You used the people for the first time. Manchmal wünsche ich mir im Real Life irgendwie Achievements. Oh, nee. Opa, cool. Das ist zum Glück überhaupt nicht gruselig, dein Haus. Holy shit, Alter. Okay, das ist Küche und Speisezimmer. Mit Kamin, Digga. Geil. Hast du auch Organic Food? Oh, du hast ja nichts. Oh, das finde ich aber cool, dass du für mich gesorgt hast. Oh, nein. Oh, oh Gott, was ist hier? Oh Gott. Okay. Warum weiß ich nicht, wo der wohnt? Ist auch irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Ich lasse mal die Lichter hier überall an. Ich fand das schon in der Demo übel gruselig hier. Oh, was ist das? Ach, das geht nur nach draußen. Mach zu! Oh Gott! Nicht mal eine Fliege darf hier rein. So. Typisches Horror-Game-Badezimmer, oder? Okay. Ich lass mal zu. Alte Häuser in der Nacht, so. Weiß jetzt nicht, ob das der Vibe ist, den ich brauche. Okay. Aber es geht halt noch ab. Die Demo hat an einer spannenden Stelle aufgehört. Das war's, glaube ich, noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Game geht. Die Demo war so. Also 25 Minuten bestimmt. Wenn ich es mal so grob überschlage, so aus meiner Erinnerung. You turned on all the lights in the house. Cool. Okay, also ich könnte jetzt hier schnubbeln gehen, ja? Ich erkunde mal noch das restliche Gebäude. Okay, das war das restliche Gebäude. Ich hab's dann mal erkundet. Das hier mache ich zu. Kann ich das auch abschließen? Natürlich nicht! Hier ist irgendein Geheimgang dahinter. Hier ist hundertprozentig irgendein Geheimgang. Ach. Okay, gute Nacht. Entschuldigung, man muss ja stets zu dir bleiben. 3.55 Uhr. Oh, am Nachmittag. Was? Jesus. Oh, sorry wegen deiner Stromrechnung, Gramps. Ist Grandpa schon zurück? Check the door. Oh oh. Boah, das Haus ist halt doch echt so groß, dass man unbemerkt reinkommen könnte, ne? Okay, ich sehe niemanden, aber wenn der halt neben der Tür hockt, also das ist halt nur, weißt du? Oh Gott. Liebe Anwohner dieses Anwesens, ich bin der vorherige Eigentümer dieses Anwesens und du bist die Person, nach der ich suche. Ich hoffe, dass du hier dich eine Weile aufhältst. Ich bin überzeugt, dass wir gut miteinander auskommen werden. Ich werde dich beobachten. Mich beobachten? Das ist ja merkwürdig. Alles daran ist merkwürdig. Okay, ich muss zum Supermarkt, bevor es dunkel wird. Muss ich vorsichtig sein. Oh, zum Glück zugemacht, ne? Richtig? Ja, alles klar. Ich habe den Schlüssel dann scheinbar einstecken. Soll ich mal noch gucken, ob hier abgeschlossen ist? Just to be safe. Okay, sehr gut. Ich glaube, es gibt keinen anderen Eingang. Wieso hat mir das keiner gesagt? Das kann ich nicht zumachen.
Boah, das kannst du doch nicht auflassen. Da wuselt's hier drinnen dann. Oder wieselt, oder, also, Füchse, Waschbären und alles machen sich hier gemütlich. Oh, nee, irgendwann wird der Strom ausfallen. Oh, hier ist schon eine Taschenlampe, die soll ich dann schon nehmen. Und hier so eine Schale vom Zahnarzt. Und ein Sicherungskasten, do not open. Ah, ich sollte hier keinen Knopf drücken. Ja, nicht bevor mir das Spiel das sagt, dass ich das tun muss, weil es wird garantiert der Strom ausfallen. Oh, da weiß ich jetzt zumindest schon mal, wo ich hingehen muss. Das ist ja auch schon mal einiges wert. Gut, Leute, dann zum Supermarkt, bevor es dunkel wird. Habe ich ja erfolgreich die Zeit verschwendet. Jo, geile Farbe für die Karre, ey. Let's go. Ist es da dann schon dunkel, wenn ich ankomme? Nee, zum Glück noch nicht, Alter. Ich weiß nicht, wie jetzt die Schließzeiten sind. Guck mal. Oh, wow. Was ist das? Eine Art Papier? Vor allem, woher weiß ich eigentlich, wo hier der Supermarkt ist? Habe ich den im Vorbeigehen gesehen, oder? Ist auch ein gruseliger kleiner Laden. Poster. Wow. Das Gruselig sieht irgendwie aus wie ich. Oh, ich würde das sofort erkennen, wenn es ein Foto von mir wäre. Aber es stimmt, das sieht der Person im Menü sehr ähnlich. Switch Zeit. Ashley. Verschwunden seit dem 15.08.2013. Helfen Sie uns, Ashley nach Hause zu bringen. Wenn Sie Informationen haben, auch nur das kleinste Detail, bitte kontaktieren Sie die Polizei. Ihre Mithilfe könnte einen Unterschied machen. Verdammt, ich hoffe, Sie haben sie gefunden. Oder war das Liam, der ein vermissten Plakat für mich erstellt hat? Ah. Okay, Tab für die Shoppingliste. Gut. Dann wollen wir mal. Okay. Oh mein Gott, hi. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, ich bin gerade eingezogen. Opa ist begeistert. Wo wohnst du? Ich möchte das nicht sagen. Fühl mich damit nicht wohl. Bist du allein? Ich muss mich beeilen. Sorry. Ey, yo, sag mal deinem Zwillingsbruder bitte, er soll seinen Hosenstall zuhalten, ja? Junge, wenn ich schon 2,50 bin. Steht auf dem Hocker? Ah, ich kenne diese Tricks. Sieht doch genauso aus. Ist doch der gleiche, Alter. Also, ihr könnt mich doch nicht verarschen. Mensch, jetzt halt dein Maul. So, Shoppingliste. Also, Soda. Zählt Cola als Soda oder ist nur Soda? Cerealien. Ach, warte mal, muss ich einen Korb? Einen Korb? Ach, from the top to bottom. Ja, Langweiler, Alter. Ihr wisst nicht, wie man in den Supermarkt geht. Meatballs? Ich hoffe, die sind organic. Ah, die guten Chips. Okay, Soda ist Soda. Goodbye. Merücke? Wo sind die? Da, Milch, dankeschön. Cerealien. Oh, das sind doch aber meine Lieblingschips hier. Fährt der los, Alter? Trau dem Braten nicht. Und er ist der Braten. Fruchtcerealien! Ich bin mir sicher, die haben sehr viel mit Früchten zu tun. Nein! Steigt jemand aus? Hat dieses Spiel Animation? Oh, Wein steht als letztes auf der Karte. Und da bitte den ganzen Kasten. Wein. Premium-Qualität. Mhm. Sass, Alter. So. Sorry für den Boob-Grab. Hallo, ist das alles? Ich hasse diese Frage in Supermärkten, Alter. Ist das alles? War's das? Ja. Nee. Der Rest ist da hinten im Wagen. Können Sie den bitte holen? Natürlich ist es alles. Sonst, also, wenn es noch mehr wäre, hätte ich es doch mitgebracht. Hä? Ja. 22,50. Oha. Das war die Zeit vor der Inflation, Alter. In meinem Rewe hätte ich da 75,90 bezahlt. Danke fürs Shoppen.
Ich sehe, sie sind neu in der Area. Frag mich bitte nicht, ob ich allein bin. Holy shit, dieser Bart, das sehe ich erst. Was hat denn der da für die Zuppe unten dran? Doch, wenn ich da dran ziehe, schlackern die Ohren. Geiler Typ, ey. Das ist hier so in der Gegend. Das wächst halt wie Unkraut. Geil. Vorsicht, leg die nicht mit dem an, sonst holt er zum Peitschenschlag aus. Wie lange sind sie hier? Bin ich noch nicht sicher. Aber seit wann sind sie hier? Noch nicht sehr lang, würde ich denken. Hier seit gestern Nacht, das weiß sie doch. Okay, haben sie einen guten Tag. Hier sind ihre Einkäufe. Danke, du auch. Du auch, Einkäufe, ja. Ich soll mich ein bisschen nach diesen Zetteln umschauen, oder? Um das zusammenzusetzen. Oder finde ich das auch so? Das weiß ich halt nicht. Kann ich hier raus, zufällig? Oh nee, unsichtbare Wände. Dang. Wir beruhigen uns jetzt alle, wir atmen tief durch. Ich hab's nicht mehr gewusst. Ach du Scheiße. Du weißt, eine junge, hübsche Lady wie du sollte nicht alleine hier draußen sein. Ich bin nicht alleine, ich bin neben dem Supermarkt. Was willst du? Ja. Ich hab ein paar Wünsche. Aber es ist besser, sie bleiben unausgesprochen. Junge, ihr einsamen Waldschrat hier. Oh mein Gott, es gibt Internetseiten. Nutzt die dann. Geht mir nicht auf den Sack. Oder so. Naja, weiß man ja nicht. Sei vorsichtig. Lass mich dich nicht alleine antreffen. Ich brauche deine Warnung nicht. Respektiere mein Space und bleib mir von dannen. Oh, ich hab das Gefühl, das interessiert den jetzt nicht so, was dein Space angeht. Könnte ihm natürlich Unrecht tun. Vielleicht will er dir auch nur einen Staubsauger verkaufen. Nee, aber wunder dich denn nicht. Hab's dir gesagt. Junge, ich vergesse jedes Mal, die Steam-Benachrichtigung auszustellen. Das ist entsetzlich. Not forget the groceries in the car. Was ist denn, wenn ich die vergessen hätte? Okay, das Licht ist noch an von letzte Nacht. Ist immer noch abgeschlossen. Es wird wieder unangenehm. Ist hier noch abgeschlossen? Thank God. Uff, dass das Treppenhaus kein Licht hat, das macht mich fertig. Oder was soll das sein? Das ist doch nicht euer Ernst. Gosh. Okay. Yeah. Nice. Cool. Ich um meine Taschenlampe, siehst du? Ich trau dem Brat. Ja, auch nicht. Willkommen zu Hause. Boah, ich liebe ja so Home Invasion Sachen. Oh shit. Du sahst heute im Store gut aus. Woher hat der meine Nummer, Alter? Ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Oder dich wiederzutreffen. Ich komme dir näher. Oh, heilige Scheiße. Ich bin bald da. Ist er drinnen oder draußen? Oder was ist, wenn ich schon da bin? Es wäre jetzt die Zeit, zum verdammten Messerblock zu rennen. Wenn er irgendwo wäre. Ich bin da. Ach du Scheiße. Ich guck nur durchs Guckloch. Es
Ich sag doch, der sitzt unten. Soll ich da wirklich aufmachen? In welcher Welt? Oh mein Gott. Liebster neuer Anwohner. Glückwunsch, dass Sie sich hier eingelebt haben. Sie glauben vielleicht, dieses Anwesen ist Ihre Zuflucht, aber jeden Schritt, den Sie gehen, ist der Pfad zu einem größeren Spiel. Ich bin dabei, in jeder Ihrer Entscheidung, jeder Ihrer Bewegung. Es gibt kein Entkommen davon, dass Sie mir gehören. Okay, das gerät außer Kontrolle. Ich muss wegfahren und die Polizei rufen, bevor es zu spät ist. Drive away. Irgendwas ist mit meinem Auto, oder? Das springt bestimmt nicht an. Ja. Nein, starte, starte. Englisches Auto, ne? Spaß. Von allen Zeiten, warum jetzt? Er hat irgendein Kabel durchgeschnitten oder so. Irgendwas läuft falsch. Ich muss rein und die Polizei anrufen. Ja. Das hätte ich wahrscheinlich als erstes gemacht, als der Typ mir geschrieben hat. Oh Gott. Immer schön abschließen. Press F to call the police. Boah, ich bleib mal hier, ey. Okay, was ist hier Notfall? Warte, ich muss kurz einen Energy Drink holen. Moment, Freund. Moment, bin gleich wieder da. Ist das Def Uncut Privileg? Ich kann das einfach machen, ohne zu worryen, das rausschneiden zu müssen. Ja, ihr habt, das ist hier vertraglich vereinbart. So. Das ist dein Notfall. Also, es ist kompliziert. Ich bekomme bedrohliche Nachrichten, Briefe und Texte. Ich habe Angst. Okay, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Können Sie mir bitte Ihre Position nennen? Ich bin an so und so. Es ist dringend. Okay, ich verstehe. Ich werde Officers losschicken zu Ihrer Location. Können Sie die Art und Weise der Bedrohung beschreiben? Die beobachten mich, folgen mir. Die Nachrichten werden intensiver. Bitte beeilen Sie sich. Okay, bleiben Sie am Apparat. Hilfe ist unterwegs. In der Zwischenzeit versuchen Sie, einen sicheren Ort zu finden und einen sicheren Platz in Ihrem Zuhause. Und stellen Sie sicher, die Türen zu schließen. Die Officers sollten bald da sein. Damn, Alter. Einen sicheren Ort. Jo, hier, Alter. I don't know. Wo ist denn hier sicher? Help me. Kann ich mich hier verstecken? Kann ich mich irgendwo verstecken? They are locked. Please hurry. Die Türen sind verschlossen. Ja, okay. Okay, Hilfe ist unterwegs. Bleiben Sie stark. Irgendwer versucht gerade die Tür zu öffnen. Okay, die Officers werden da jede Sekunde sein. Ich gehe doch da nicht nachgucken! Oh! Wait, Polizei. Junge, die sind ja 5 Minuten weg, oder was? Okay, alles ist unter Kontrolle. Unsere Officers, einen Mann in einem weißen Van vor ihrem Anwesen. Wir nehmen ihn mit, um ihn zu befragen. Falls noch irgendetwas passiert, zögern Sie nicht, uns anzurufen. Was, Alter? Okay, danke für Ihre Hilfe. Ich melde mich bei Ihnen, wenn irgendwas passiert. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Da war die Demo vorher zu Ende. Puh. Okay. Ich hatte nicht gedacht, dass ich mich jemals wieder sicher fühle. Aber jetzt können die Dinge wieder Normalzustand annehmen. Ja, was ist jetzt aber mit dem Strom, Alter?
Guck mal, es reagiert nicht. Shit. Let's head to the basement. Ah, ja, ja, ja. Man muss erst die Sicherheit herstellen. Ich verstehe. Dann werde ich jetzt... Habe ich abgeschlossen? Ich habe abgeschlossen. Okay. Ich komme ja hier auch raus, ne? Ja. Alter, das ist trotzdem gruselig, ey. Okay. Die Ashley, die hier verschwunden ist, ne? Dass sie genauso aussieht wie ich, vielleicht bin ich's halt nicht, ne? Vielleicht ist es einfach jemand, der so aussieht wie ich und dieser komische Typ da vom Supermarkt, der, naja. Also, sagen wir so, ich bin halt voll sein Typ, so. Und das ist natürlich ein Problem. Holy shit. Oh Gott. Okay. Strom ist wieder an, ja? Ja, sollte. Oh, ich will keinen Jumpscare. Die sind in diesem Game echt hart. Oh. Okay, let's go. Ich will gar nichts mit der Vordertür zu tun haben. So. Zu. Dankeschön. Stink nach Schweiß. Ich stinke nach Schweiß. Okay. Zum Glück nicht hier von irgendwem. Das wäre creepy. Lass mich ein Bad nehmen, bevor ich schlafen gehe. Ich glaube, das war hier unten, oder? Oh. Bad nehmen endet immer nicht so gut in Spielen wie diesen. Du bist halt out of order für eine Weile. Können sich Gott und die Welt hier reinschleichen. Aber was weiß ich schon. Hm. Zeig mir das ruhig. Oh, ja. Endlich. Moment des Friedens. Diese alte Wanne, ey. Warum würde ein Fremder so weit für mich gehen? Ist es vorbei? Es ist nicht vorbei. Das war bestimmt noch gar nicht der Typ. Vielleicht war es Liam. Und der andere Typ ist immer noch am Start. Hm? Ich bin so erschöpft, dass ich Dinge höre. Ich glaube, ich sollte ins Bett gehen. Oh, scheiße. Oh, Missy. Es eskaliert gleich wieder. Ich würde da kein Auge zudrücken. Also egal, ob ich denke, die haben wen verhaftet oder so. Weißt du, ich würde sofort... Also ich kann ja nicht wegfahren. Dass die Polizei auch nicht mit mir redet. Oh, Alter. Das ist schon unrealistisch. Aber, oh nein. Ich hab's dir von Anfang an gesagt. Aber gut. Vielleicht ist es nachvollziehbar, dass man sich hier erstmal wohler fühlt bei einem Familienmitglied. In einem Haus, was ich nicht kenne. Ich muss auf jeden Fall das Licht anmachen. Ist es noch abgeschlossen? Ist es noch abgeschlossen? Okay. Die Fenster sehen zu aus. Smile-Emoji. Gott. Ist hier wer? Boah, Alter. Okay, gute Nacht. Oder so. Es klopft. Was ist das für ein Geräusch? Was wohl? Kommt aus dem Storage Room. Wo zur Hölle ist der Storage Room? Oh, ich mag das nicht.
eindeutig eine Falle. Hier, ne? Nur ein schlimmer Albtraum. Triggert das noch einen, dass das nicht daran gestellt ist? Okay, ich sollte, I should probably call to check how Liam is doing. What the fuck laberst du? Was? Ich sollte anrufen, um zu checken, wie es Liam geht. Der Grund, warum das alles hier passiert, ist, weil ich mit ihm Schluss gemacht habe. Es ist alles meine Schuld. Wenn ich mit ihm zusammengeblieben wäre, dann hätte er dafür gesorgt, dass ich sicher bin. Holy shit, no! Tu das nicht! Was redest du? Du bist von Sinnen! Nein! Natürlich nicht, was denke ich denn? Okay, lass mich auf was anderes konzentrieren. Und lass mich erst sicherstellen, ob das Haus leer ist. Ich fühle mich nicht sicher. Mama, du bist schlafen gegangen. Hand of Blood spielt Backpack Battles. Have fun, Bro. Moment. Lass mich sicherstellen, dass das Haus leer ist. Und wenn nicht? Gibt's einen weiterführenden Plan? Oh Gott. Ey, aber eins muss man dem Spiel lassen. Es ist gruselig. Es ist gut gemacht. Ich mag das Szenario, das Setting hier. Diese Monstera würde keine 2 Wochen überleben da, by the way. Zu wenig Licht. Okay, es ist alles zu. Check the house. Oh nein, ich finde irgendwas, ne? Was ist das? Was ist überhaupt dieser Sitzplatz? Was wird denn hier abgeschoben mit seiner Butterdose? Ja, have fun. Jesus, was sagst du dazu, Alter? Natürlich hat der Storage Room ein Fenster. Irgendetwas sieht merkwürdig aus mit dem Buch. Wenn ich da dran ziehe, History of Art. Ich schwöre, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich hatte in meinem Schlafzimmer das vermutet. Aber mal unabhängig von den Räumen hatte ich recht. Ach du Scheiße. Das Buch ist fucking auffällig, Alter. Warum? Ruler News, 17.08.2013. Plötzliches Verschwinden Ashleys Whereabouts unknown. 27 Jahre alte Ashley wurde als vermisst gemeldet, 15. August. Von ihrem Ehemann, 2 Tage nach ihrem Verschwinden von ihrem Zuhause. Das, wo mein Opa jetzt wohnt. 2013, ich weiß jetzt nicht, was für ein Datum jetzt ist, sozusagen. Wurde als letztes in ihrem Anwesen gesehen. Ihre plötzliche Abstinenz hat Verdacht erregt, dass der Ehemann halt der Hauptverdächtige ist. Und das wurde untersucht. Das ist, ja, aber da ist nichts bei rausgekommen scheinbar. Where she was last seen. Das ist auch eine sehr seriöse Zeitung, Alter. Hör zu, Honey. Wir haben die News gemacht. Pretty cool, hä? Huh? 17.08. Hat der die hier versteckt? Oh, ich will da gar nicht reingucken, warte mal. Ich kann dich nicht ersetzen, Ashley. Es gibt niemanden, der so besonders ist wie du. Warum hast du mich gezwungen, das zu tun? Ich wollte dir niemals wehtun, hatte aber, ne? Meine Schuld? Wie ist das meine Schuld? Wie ist das meine Schuld? Ich wollte nicht, dass es so endet. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Was habe ich getan? Wie kann ich ohne dich leben? Was ist der Zweck von all dem? Ich schreibe eine tote Person. Ich würde alles tun, dich zurückzubekommen.
schleimig. Ich könnte schwören, dass du das bist. Sie sieht aus wie du. Bist du nach 10 Jahren zu mir zurückgekommen? Das war vor 10 Jahren. Sie ist genauso schön wie du warst. Sie muss meine werden. Sie wird. Egal, was es kostet. Ich kann sie nicht von mir weglassen, wie ich das mit dir getan habe. Redet von mir. Und mein Verdacht war genau richtig. Ich sehe ihr sehr ähnlich und deswegen triggert ihn das extrem. Oh, Alter. Scheiße. Dreimal darf ich raten und ich werde beim ersten Mal erfahren, dass das Ashley ist. Mach's zu, Alter. Lass sie ihre Ruhe. Warum wolltest du mich verlassen? Ich war nichts außer gut zu dir. Naja, es spielt keine Rolle mehr. Du wirst mich jetzt niemals wieder verlassen. Ich muss mit Grandpa reden, was hier abgeht. Das ist verrückt. Darf ich nicht erstmal da in den Verschlag gucken? Was sagt denn jetzt Grandpa dazu? Dass ich ihn vor allem jetzt erst anrufe. Grandpa, bist du da? Ja, ist was passiert? Es ist viel passiert. Ich habe gruselige Nachrichten gekriegt und wurde von jemandem verfolgt. Ich glaube nicht, dass es Liam ist. Ich habe die Polizei gerufen und sie haben jemanden Verdächtigen festgenommen, der hier rumschleicht. Aber als ich dachte, das war alles vorbei, habe ich ein geheimes Zimmer in dem Haus gefunden, was komplett kranke Dinge enthält. Um es mal so zu formulieren. Was? Vielleicht hat die Polizei den Typen festgenommen, der die Briefe geschrieben hat. Ein geheimer Raum? Ich habe da 10 Jahre gelebt und habe das nie gefunden. Hast du dein fucking Bücherregal nie abgestaubt? Das kann ich mir alles immer nicht vorstellen, sowas. Aber gut, man hält es simpel, ne? Okay, ich halte diesen Business-Trip kurz und komme sofort nach Hause. Ich kann es nicht verantworten, dass ich dir nicht helfen kann. Ich möchte glauben, dass sie ihn festgenommen haben, aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn er immer noch hier ist? Vielleicht haben sie irgendwen anders verhaftet. Es ist irgendwie komisch. Mit einem Van! Das war der andere Typ aus dem Supermarkt. Aber der war, glaube ich, nicht das Problem unbedingt. Oder der wäre vielleicht ein Problem geworden, aber ihr versteht, was ich meine. Oh, shit. Kannst du dich an den Typen erinnern, von dem du das Haus gekauft hast? Oder was ist mit dem Typen, von dem du das Haus gekauft hast? Seine Frau ist verschwunden, ohne Spur. Okay. Er hat die Stadt für eine Weile verlassen. Shit, mein Handy. Oh nein, kein Strom mehr. Ich hatte keine Zeit, meinen Charger mitzunehmen. Ich muss eine Taschenlampe finden. Ich habe eine im Basement gesehen. Ist verschlossen. Kann ich das nicht zumachen mehr? Es ist Abenddämmerung. Ist immer noch verschlossen? Ja. Puh, ey. Sollte ich mal da rausgucken? Okay, nichts. Aber ich sehe dann ja auch nie wirklich was Besonderes. Okay, abgeschlossen. Nur um einfach auf Nummer sicher zu gehen, mal. Boah. Okay, hier ist die Flashlight. Oh mein Gott. Fuck me. Oh. Junge, ey, das hat das Spiel aber auch raus. Das ist so Chillers Art Type of Jumpscares, Alter. Aber die sind verdammt effizient und laut. Ich sollte nach einer Waffe suchen. Nur für den Fall. Okay, ich muss Grandpas Office durchsuchen. Und er hat keine Küchenmesser? Also das ist doch, was mir als am ehesten einfallen würde. Die wollen nur einen Grund haben, dass ich nach oben gehe. Oh, die Schweinepriester. Oh, ich sehe, was du da machst. Weißt du, so ein richtiger Opa hätte eigentlich auch so eine Luftbuchse irgendwo rumliegen.
Damit könnte ich ihn auf jeden Fall schon mal seiner Zeugungsfähigkeit berauben, aber... Grandpa's Office. Hat der Sessel einen Platten, oder? Was? Okay, sein Office. Junge, mit rot eingeschlagenen Büchern hat das aber auch, ne? Finde ich jetzt hier eine Pistole? Chips! Mein Lieblingschips! Was? Grandpa? Oh, nee, was war da? Was war da? Nee, nichts zu gebrauchen hier. Feine Weapon. Ja, aber könnte ich ihn sonst noch suchen? Steckt mir das Spiel was vor, oder? Oh Gott. Das muss Opa sein. Das muss Opa sein. Wo war der denn auf dem Business Trip? Im Supermarkt, oder was? Fremder, hey, sorry, dass ich dir Angst gemacht habe. Ich muss dir unbedingt was mitteilen. Natürlich hast du mir Angst gemacht. Diesen Creep Talk, den du mir draußen gegeben hast am Shop. Was wolltest du klarstellen? Ich weiß, dass es creepy war, aber es war nicht meine Idee. Liam hat mir gesagt, dass ich das tun soll, in der Hoffnung, dass es dich wieder zurückbringt zu ihm, dass du dich sicher fühlst. Oh, wow, Alter, diese fucking... Ist das krass, so, also dieses... So sie rein zu manipulieren in so... Sie hat niemanden sonst. Oh, es ist widerlich, ey. Also, ne, es ist schon eine abgedrehte Story so, das ist klar, aber in subtilerer Art und Weise passiert es ja wirklich, ey. Ich sollte jetzt einen Schritt weitergehen, aber ich konnte es nicht tun. Es tut mir leid. Kann natürlich auch eine Masche sein, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Boah. Aber würde erklären, woher er meine Nummer hat überhaupt. Okay, das macht jetzt alles mehr Sinn. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich fühle mich immer noch nicht sicher. Kannst du bitte gehen? Ja, klar. Es tut mir leid. Aber es gibt doch trotzdem einen Typen hier. Also, es gibt doch trotzdem... Also... Hä? I mean, also... Mit den Briefen und dem Geheim... Also, das muss doch irgendwer wissen. Also, keine normale Person... würde doch das wissen, oder? Was ist, wenn mein Opa gar nicht mein Opa ist? Wirklich, es ist schon Nacht. Go to bed. Ich habe immer noch keine Waffe. Oh Gott. Oh. Und der komische Geheimgang? Kann ich da nicht Kisten draufstellen? Ich lasse das jetzt einfach so? Kam das von der Tür? Sagt nicht, ich hätte... Du dachtest, das wäre aus? Fühlst du dich jetzt hilflos? Dein Auto funktioniert nicht. Dein Telefon funktioniert nicht. Und die Polizei denkt, sie hat die Person hinter all dem ausfindig machen können. Und du weißt nicht, wo ich bin. Es gibt nichts, was mich aufhalten kann. Was mache ich? Dem anderen Pfad folgen, den ich zuerst gesehen habe, als ich hier angekommen bin. Vielleicht kann ich Nachbarn finden, die mir helfen. Sorry, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich muss wegrennen, oder? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, was für einen anderen Pfad.
Ich muss hier runter. Oh, shit. Boah, es creept mich schon out. Oh Gott, no! Hier, den Weg? Du Scheiße, ich weiß es noch nicht. Warte mal, wo geht es lang? Okay, hier geradeaus, ne? Uff. Noch ein Range Rover? Oh, das ist bestimmt der Pfad zu dem Verschlag, ne? What the f... Ha? Ich hör's husten. Blut. Liam? Was mit dir passiert? Wer würde dir das antun? Sie ist mein. Nur mein. Okay. Press Shift to Sprint. Hilfe! Oh, dang it. Oh, was? Ashley? Ashley? Das sind ihre Überbleibsel. Was für ein kranker Typ ihr Ehemann ist. Ich will nicht wissen, was er mir antut. Da hat er sie nackig reingelegt, ne? Hier ist natürlich die Falltür. Oh! Du! Mr. Zuppelbart! Was? Pass auf, Alter, der holt das Lasso raus. Und dann bin ich aber... Muss ich andere Dinge als Pferde reiten. Ich brauch dich jetzt, du meine neue Ashley. Du bist das, der mir diese Briefe geschickt hat. Ich weiß, ich sehe deiner Ehefrau ähnlich. Aber es heißt nicht, dass ich sie ersetzen werde. Es interessiert mich nicht. Wie du aussiehst, ist mehr als genug für mich. Komm her. Ich warte schon so lange drauf. Nein. Ich muss wegrennen, bevor es zu spät ist. Ach, was du nicht sagst. Let's go. Oh shit, Alter, er meint es ernst. Okay, eine der 1000 Range Rover, die draußen stehen. Die müssen doch für mich sein. Oh shit! You didn't get caught once. Weil da stand ein Typ, Alter! Warum war da die Polizei? Ach, Opa! Oh, thank God, Grandpa, Alter. Damn. Uff. Er ist nach Hause geeilt, nach dem abrupten Ende von Kates Telefonanruf. Wenn er angekommen ist, hat er realisiert, dass Kate nirgendwo zu finden ist. Okay, er hat gedacht, das Schlimmste ist vielleicht passiert. Und wie ist er da zu der Hütte gelangt? Er hat die Polizei sofort angerufen und sie haben es zum Glück geschafft. Die Erleichterung, die Grandpa gefühlt hat, war mit nichts zu vergleichen. Was ist mit jedem passiert, der hier involviert ist? Der Mann im weißen Van hat gesagt, dass der Grund, warum er bei Kates Anwesen war, dass er jemanden gesehen hat, wie er ihr nach Hause gefolgt ist. Oh, shit. Natürlich hat die Polizei ihm nicht geglaubt, weil sie niemanden anders dort gesehen haben. Ja, die haben auch nicht nachgeguckt! Aber als die News herausgekommen sind... Weil die News broke free? Die Polizei hat jedenfalls irgendwann ihren Fehler eingesehen und erkannt, dass er vielleicht die Wahrheit gesprochen hat. Er wurde freigelassen. Liams Komplize wurde nie wieder gesehen nach dem Zwischenfall.
der Psychopath, der seine Ex-Frau Ashley getötet hat und Liam getötet hat und fast auch Kate umgebracht hat, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Kate tut ihr Bestes, um sich von diesem Zwischenfall zu erholen, aber es ist schwierig. In der Nacht hört sie oft Klopfen an ihrer Schlafzimmertür, unterbricht ihren Schlaf. Und am Tage schaut sie sich öfters nach hinten um und scannt jede Ecke aus Angst und Verfolgungswahn. Ja, nachvollziehbar. Thanks for playing. Ey, das war ein sehr, sehr, sehr solides Indie-Game. Corvin Roller. Dankeschön dafür. Es war gut zusammengeschustert. Es hat jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber das, was es gemacht hat, hat das, finde ich, sehr gut gemacht. So eine kohärente Story, so nicht irgendwelchen dummen Scheiß zwischendurch. Es hat alles irgendwie, also es hatte einen coolen Scare-Faktor. Es hat halt wirklich dieses Bedrohungsszenario, glaube ich, ganz gut erfasst. Also für mich war es sehr, sehr wirkungsvoll. Schön. Leider nicht so lang, wie ich halt eigentlich gehofft habe. Also es ging jetzt so ungefähr, nicht ganz eine Stunde, vielleicht 50 Minuten ungefähr insgesamt. Oder jetzt sind wir bei 56, das soll's, aber. Ja. Krass. Also die Demo zeigte ungefähr eine Hälfte, aber ich. Eigentlich nichts dagegen. Das Spiel kostet 3 Euro. Finde ich, glaube ich, okay. Als Preis. Ey, she cute. Woher kenne ich sie denn? Ich kenne irgendwie das Gesicht von diesem Model. Wir hatten tatsächlich keine Begegnungen von dem Typen im Haus direkt. Sehr, sehr interessant. Ja, wie gesagt, mich hat es echt gegruselt. Ich fand es cool. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Zeigt es mit dem Daumen nach oben und vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Viele Leute gucken den Channel, haben ihn leider nicht abonniert. Freunde, wäre mega geil, wenn ihr mir für die 100.000 auch auf diesem Kanal helfen könntet. Wäre Bombe. Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut und schaut vielleicht mal ab und zu hinter euch.